So, last but not least das Finale. Gegner gewinnt den Würfelwurf und fängt an. Wir haben im Gegenzug eine gute Hand mit mal wieder dem quasi maligen Memories Journey. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir das vielleicht sogar discarden können, wenn wir ein dickes Mulch erwischen. Und sonst halb so wild. Denn der Rest der Hand ist ja ziemlich gut. Gleich noch ein zweites Dream Twist erwischt. Und schon wieder schwarz-blau. Das ist ja unglaublich. Ja gut, das könnte auch einer der Gründe sein, warum das die Mill-Karten oder gerade die Creature Enabler, Amazgab und Co. ein bisschen überdraftet sind. Mal sehen, zwei Länder und zwei Creatures. So wie man es gerne möchte. Und ich glaube, das Spiel wird so weitergehen. Turn 3 Scarecrow, Turn 4 Dream Twist, Dream Twist, Turn 5 Phantasm, Turn 6 irgendwas und Turn 7 Spider Spawning. Mal schauen, ob es so eintrifft. Respektive, ob ich bis dann überhaupt noch lebe. Aber da alle blau-schwarz draften, kann ich mir auch gut vorstellen, dass auch das Deck ein paar Füller haben wird. Die meine ich damit sicherlich nicht. Und die Scarecrow, die leistet hier jetzt ziemlich gute Dienste, würde ich mal sagen. Bis die Bat dann dreht. Und das wird sie mit höchster Wahrscheinlichkeit im nächsten Zug. Muss ich wahrscheinlich dann vielleicht sogar das Phantasm reinstellen. Denn ja. Wenn man kein Nord zu bauen hat, muss man manchmal einfach auch. Wow. Ja. Das ist jetzt schon mal nicht so cool. Wenn er die Bat dreht, dann nehme ich schon mal 6 Damage. Im nächsten Zug die andere auch noch dreht. Werden es nicht weniger. Er dreht aber keine davon. Auch gut. Also hat jetzt ein Removal für die Scarecrow. So wie das jetzt ausschaut. Ja. Gut. Ich sehe, das ist eines der Spiele, in dem man wirklich, wirklich, wirklich Not to the Bone im Deck haben muss. Oder das Spider Spawning halt ziehen, das wäre die zweite Option. Und da habe ich ja vielleicht noch den einen oder anderen Draw Step. Ja, und ich glaube, das Spider Spawning ziehen wäre sicherlich keine dumme Idee. Komm, 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 komm. Das ist nicht Spider Spawning. Jetzt, wenn er die Bat dreht, werde ich die blocken müssen, um zu überleben. Wenn er keine Bat dreht, kann ich mir überlegen. Oh. Könnte ich 8 Damage nehmen, auf 3 gehen? Das ist zwar auch nicht cool. Ich werde so oder so blocken müssen. Weil ich muss im nächsten Zug irgendwas haben, was stabilisiert. Ja, und jetzt brauche ich einfach das Spider-Spawning. Selbst mit dem Gnaw to the Bone hätte ich das Spiel hier wahrscheinlich nicht gewonnen. Jetzt habe ich zwar 7 Creatures im Grave. Ausgezeichnet. Okay. Okay. Wieder zurück im Spiel. Wir geben es ja zu, das waren
etwas fieser Top-Deck. Ja, und ich glaube, so wie ich das Spiel jetzt einschätze, nach dem Spawning, und ja, das Spiel werde ich gewinnen. Also er hat halt noch irgendwie eine Rare wie den Curse oder vielleicht die Sorcery, die alle Creatures mit dem gleichen Namen tötet oder so. Aber gegen eine normale Liste sollte ich jetzt einfach durchkommen. Jetzt kann ich nachher gleich nochmal 7 Spinnen machen. Und ich glaube, ja, da kommt er einfach nicht durch. Ich meine, selbst der Vampire hier frisst jetzt 2 Spinnen, für das er noch einen Zug geskippt hat dafür, um den zu drehen. Das ist einfach nicht alle Welt. So. Etwas gleich geflashbackt hier. So. Jetzt seht ihr auch mal, was für ein unglaublicher Lacker ich bin. Warum ich all die guten Results an den Pro-Touren erziele, weil ich einfach das Spawning dann ziehe, weil, wenn ich es brauche. So, ich frage mich gerade, gegen welche Karten ich sonst noch verlieren kann, außer gegen die Rares. Ja, ich glaube, gegen Mill könnte ich verlieren, wenn ich im Infinite Combo bin, aber ein schwarzes Aggro-Deck wird kein Mill spielen. Gegen Counter könnte ich verlieren. Glaube ich zwar auch nicht, dass der hier Counters spielt in der Heavy-Schwarz-Liste. Ja. Ich meine, ich habe jetzt so viel Power auf dem Tisch und vor allem auch so viel Toughness, dass er wahrscheinlich einfach unendlich viele Tiere braucht, um durch diese Wand angreifen zu können. Und sobald ich das Runic Repetition ziehe, werde ich mir gleich nochmals 14 Spinnen basteln und dann kann ich einfach in den 2 Zügen damit totschlagen. Und da wird ein Interloper nichts ändern dran. Und auch ein Silent Departure nicht. Ich glaube, die Spinne, die spiele ich jetzt auch mal. Ich überlege mir zwar gerade, ich könnte eigentlich schon angreifen mit, sagen wir, ich verliere 2 Tokens pro Angriff, ich könnte für 6 oder so angreifen und 3 Spinnen zu Hause lassen. Nee. Nee, will ich eigentlich nicht. Ich habe das Spiel zu fest im Griff, um es jetzt hier so gegen irgendwas abzugeben. Plus er hat auch noch das Departure. Da muss ich hier eigentlich keine Risiken eingehen. Ja, das ist auch schön. Vor allem, wenn er jetzt angreift damit, kann ich wieder schön. Oh. Er hat was gelernt. Der Gute. Ja, ich glaube, ich gebe den Zug hier einfach wieder ab und spiele das Spielchen munter mit, bis hier das Runic Repetition kommt. So, drehen wieder zurück. Lustigerweise hat auch mein Gegner hier schon nur noch 13 Minuten auf der Uhr, weil er so spät gekommen ist. Ich glaube nicht, dass das in dem Matchup relevant ist irgendwie, aber wenn der auch noch eine zweite Partie nebenan spielt, kann es auch mal gut sein. Oh, ich weiß, gegen was ich noch verlieren könnte. Und zwar gegen diesen Drain-Vampir, den 2-2-Flieger. Ich glaube, darum ist es gar gut, wenn ich mir noch ein paar Leben mache. Ich glaube, ich werde jetzt angreifen mit 8 Spinnen. Eine, die er blockt, in den Apprentice versorgen. Das heißt, ich mache ihm 6 Damage. Also blockt. Ja, gut. Dann werde ich den hier opfern. 5 Damage auf ihn.
und fünf Leben für mich. Nichts zum Zurücknehmen. Das Mulch. Wenn ich das spiele, komme ich schneller durchs Deck, bin schneller in der Combo drin, gibt dann aber auch die Möglichkeit, dass ich einfach das Repetition mühle. Ja. Will ich trotzdem machen. Ich bin im Endeffekt schneller. Ja, schneller am Repetition, wenn ich so mühle und dann zurückmische. Also andersrum. Ich glaube, jetzt greife ich nicht mehr an. Er kann mir drei Spinnen töten. Ich mache 5 Damage. Und ich muss ja auch ein paar Blocker hinten lassen. Ne, das ist schon okay so. F6 darf ich jetzt wohl nicht drücken, falls er das Knight, wie heißt es? Das macht nichts. Falls er die Karte hat, die mir was aus der Hand stiehlt, damit ich das Journey noch casten kann. Bounce jetzt, damit er angreifen kann. Ja. Okay. Bin ich einverstanden mit? Den haben wir auch noch. Den guten Mann. Ja gut, dann müssen wir ihm unter Umständen die Infinite Combo ja gar nicht zeigen. Ich glaube, ich werde den gleichen tappen und noch eine große Spinne spielen. So. Den hatte ich schon ganz vergessen. Obwohl er ja nicht einer der Karten ist, die jetzt wenig Spiele für sich beansprucht hätten. Ich glaube, mit Schwarz kann man herzlich wenig machen gegen einen Grimgrin. Mit Blau kann man ihn vielleicht mal bouncen oder so. Aber ich glaube, dass der jetzt gleich den Vampiren hier fressen wird und dann den Gegner. Hat ja auch noch ein paar gute Schlägerkollegen im Schlepptau. Ja. Die ist in Ordnung. Okkultist, ein Okkultist. Ich will ihn nicht mühlen, das geht mir zu lange. Ich werde den Post-Combat spielen. So. Ah, mit dem Homunculus hätte ich ja auch noch angreifen können. Der steht ja ohnehin nur blöd hier. Kann nicht mal Flieger blocken. Von den blau-schwarzen Decks, gegen die ich gespielt habe, muss ich sagen, dass mir das eigentlich am besten gefällt. Das einfach ein ziemlich geradliniges Beatdown-Deck ist. Und das in meinen Augen mehr kann als irgendwie so ein shaky Dreifärber oder halt ein, ja, es waren beide anderen Decks Dreifärber oder halt, weiß auch nicht, irgendwas, das einfach auf den beiden Demons aufbaut. Aha. Ghoulraiser. Ich glaube, ich will nicht, dass er noch einen zusätzlichen Jump-Blocker hat und misch ihm hier den Zombie wieder rein. Zieht halt die Infinite Combo.
Ich kann nicht beurteilen, ob er es kapiert, dass es eine ist. Aber so. Jetzt werden wir noch eine Spinne in einen Homunculus verwandeln, uns ein wenig das Deck des Gegners ansehen, ein Maul. Okay, dann werden wir den König höchstpersönlich enttappen und dann werden wir angreifen und zwar mit dem ganzen Board, weil ich denke, dass das schnell durchrechnen, damit ich keinen Quatsch erzähle. Grimgrin frisst 2, der frisst 2, 18, ja, das reicht gut und gerne. Selbst wenn er da noch irgendein Removal hat, zeig mal noch eine Karte hier. Noch ein Cops, okay. Ich glaube, in dem Matchup sind wir froh um die 3-4-Wall und sind wir froh um das Spider-Spawning von oben. So, und jetzt? Conceit.